Willkommen zurück zu einer neuen Fahrt im TS Classic. Heute sind wir unterwegs auf der Strecke München-Rosenheim in der Version 2 und übernehmen eine Baureihe 423 der S-Bahn München auf der Linie S4 ab Pasing bis nach Grafing. Die verkehrt eigentlich ab Geltendorf bis Pasing bzw. Ebersberg, aber wir übernehmen die heute auf dem Teilstück, auch weil der TS nicht mehr hergibt sozusagen. Unterwegs sind wir mit einem Langzug, das heißt eine Dreifachtraktion, und dementsprechend seht ihr auch hier, werden wir uns dann auch an den Haltetafeln orientieren. Und ja, die Baureihe 423 ist nicht die von DTG, sondern von RWA, die wir bisher auch schon einmal mal ausprobiert haben. Aber ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, dass wir sie nochmal auspacken und mal auf dem Netz der S-Bahn München austesten. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal direkt rein ins Szenario. Hier vor uns fährt noch eine andere S-Bahn aus. Die wird wahrscheinlich dann auch weiterhin in die Stammstrecke reinfahren. Die Stammstrecke beginnt ja hier ab Pasing und geht bis Ostbahnhof. Und dann werden wir jetzt hier gleich hinter Pasing dann auch in die LZB aufgenommen. Kümmern wir uns mal kurz um die Türen, dass die geöffnet werden, und dann, ja, das ist jetzt so ein bisschen TS-typisch, dass wir jetzt hier alles einschalten. Das macht man natürlich normalerweise nicht so, aber geht jetzt nicht anders, sag ich mal so. Ihr seht ja auch schon, drei Züge werden auch schon angezeigt. Ja, und dann würde ich sagen, können wir mal kurz rausschauen. So, hier seht ihr mal unseren Zug. Links neben uns der Alex scheint jetzt sich auch gerade, ja, fährt jetzt ab. Und das ist jetzt nicht der ganz normale 423, der ist hier auch schon eine Redesign-Version aus dem Railsim-Forum, kann ich euch auch verlinken. Finde ich auch empfehlenswert auf alle Fälle, werden viele Sachen angepasst, verbessert und so weiter. Und dementsprechend eine klasse Sache meines Erachtens nach. Ja, wir stehen jetzt hier gerade in Pasing im Westen Münchens. Hier hinter uns geht es Richtung Augsburg, Richtung Norden so ein bisschen. Und Richtung Süden geht es, ja, im Grunde Richtung Garmisch letztendlich. Und hier geht es jetzt dann in die Stammstrecke. Ja, vielleicht Leute, die es kennen, die Stammstrecke, oder die sogar S-Bahn fahren selber in echt, werden es sicherlich relativ schnell merken. Den Betrieb, wie er in echt ist, kann man hier im TS nicht nachbilden. Ihr werdet auch sicherlich erkennen, dass die Stammstrecke und der Tunnel ab Hauptbahnhof nicht der Realität komplett entspricht. Der TS, ja, Sachen wie Türen schließen und Abfahraufträge und sowas sind halt nur sehr schwer darzustellen. Und ja, wir machen das Beste draus. Ich freue mich aber trotzdem drauf, dass wir mal wieder hier auf der Strecke unterwegs sind. Es ist sehr lange her, dass wir das letzte Mal hier rund um München unterwegs waren. Zumindest in diese Richtung, Richtung Rosenheim. Und ja, wir haben 29 haben wir Abfahrt. Können wir ja mal kurz rausschauen. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Keiner mehr auf den Bahnsteigen. Gucken wir mal, ja, das machen wir mal die Türen zu. Ja, der ist jetzt leider zu spät gekommen. Türen sind zu. Und wir haben hier Ausfahrt, sehr gut. Und da geht sie los, die Fahrt. Hier auch noch mit der alten Oberleitung, das passt sich dann aber später an. Ist, glaube ich, auch eine Performance-Sache hier und auch wahrscheinlich vom Aufwand, das hier anzupassen. Ist ja ein Update von Amisia, von Railomanie ist das erhältlich. Und das ist ja schon ein Riesenaufwand, hier die Oberleitung dann zu tauschen.
So, LZB. Werden wir sicherlich gleich aufgenommen werden. Sehr schön, hier ist ja schon ordentlich was los, würde ich mal sagen. So, jetzt kommen wir hier nach Leim auf der linken Seite der Güterbahnhof. Und ihr seht schon, es geht hier schon gut los, auch mit der LZB. Müssen wir jetzt gucken, dass wir hier auch unter der Bremskurve bleiben. Wir müssen ja immerhin bis nach vorne durchfahren. Und da kommen wir nämlich sonst nicht an. So, okay, da haben wir jetzt Glück gehabt. Da können wir jetzt nämlich ganz entspannt hier noch so ein bisschen vorrollen. Weil ihr seht, hinten wären wir noch nicht drin gestanden. Jetzt erst im Grunde. Ja. Türen auf. Perfekt. Und ihr seht schon auch hier im Gegengleis, was hier los ist. Also hier verkehren, glaube ich, fast alle S-Bahn-Linien Münchens durch. Dementsprechend ist hier wirklich einiges los. So, ihr hattet ja auch vielleicht den Hinweis gelesen, wir müssen hier so ein bisschen selber schauen, wann wir wieder losfahren, dass wir hier auch pünktlich bleiben. Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, es sieht jetzt gut aus, dann machen wir mal die Türen zu. So, Türen sind zu. So, der Halt 850 Meter. Sehen wir hier angezeigt, schön mit der Zielentfernung. Quatsch, hier Zielentfernung. Und hier sehen wir die 0 km/h. Das hat sich jetzt wieder angepasst. Und so wird es jetzt weiterziehen durch die ganze Stammstrecke. Nächster Halt. Wir starten. Next stop. Wir starten. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. Ja, die Performance hier rund um München ist so ein bisschen, ja, semi, sag ich mal so. Das wird aber, glaube ich, besser, sobald wir hier in Richtung Hauptbahnhof kommen. Hier ist es am schlechtesten, weil hier lädt das alles jetzt gerade nach und so weiter. Merkt man ja auch. In echt gibt es hier alles Mögliche schon. Das ist an jedem Bahnhof so ein bisschen anders oder an jedem Haltestelle, die wir bedienen. Oder Haltepunkt eher. Da gibt es die verschiedensten Abfertigungsmöglichkeiten mit Monitoren und was ich eben schon meinte mit Abfahrauftrag und Türen schließen, was ja zu den ZP-Signalen gehört im Grunde. Also das wäre dann ZP9, ZP10. So, wir müssen mal weiterfahren, ich habe ja schon wieder zu viel erzählt. Aber 34, wir sind auch relativ gut dabei.
So, jetzt wird es gefühlt schon etwas wieder etwas besser mit den FPS. Aber wir fahren gerade auf den Hauptbahnhof zu, also deswegen braucht man sich eigentlich nicht wundern. Ja, und hier kommt jetzt auch, glaube ich, das ist auch der einzige Teil, wo die Stammstrecke auch von dem Regionalzug bedient wird. Nämlich von der Bayerischen Oberlandbahn, BOB. So, das sieht gut aus, da können wir die Türen wieder zumachen. Also hier muss man schon ein bisschen auf der Hut sein. Vor allen Dingen auch mit LZB und so weiter, auch so kurz wie die Blöcke hier sind. Nächster Halt, Hackerbrücke. Ausstieg zum zentralen Omnibusbahnhof. Next stop. Kurzzug, ach nee, warte mal, Vollzug, wir müssen ja Langzug, da habe ich mich gerade jetzt verguckt. Wir sind ja kein Vollzug, wir sind ja ein Langzug sogar, müssen wir bis hier vorfahren. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich kann jetzt hier die Türen nicht aufmachen. Oder kann ich das? Nee, anscheinend nicht. Warum auch immer, weil eigentlich stehen wir hier genau richtig, so wie wir sollen. Was machen wir da jetzt? Zurücksetzen ist keine gute Idee. Ich würde sagen, wir warten einfach ab und fahren dann einfach weiter. Wir tun einfach so, als ob. Weil normalerweise, also eigentlich, stehen wir ja hier perfekt, so. Vielleicht so ein kleines bisschen zu weit vorne, aber eigentlich noch gut, würde ich sagen. Aber gut, vielleicht ist es hier, weil der Bahnsteig hier nicht durchgezogen ist. Wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe mal, dass es hier dann weiterspringt, das wäre nämlich wichtig. Ich meine, jetzt erkennt man das auch wieder, dass es halt nicht so aussieht wie in Realität. Hier zum Beispiel gibt es dann nämlich auch, das sieht bei den 423 in München hier so ein bisschen anders aus. Da kann man dann nämlich auch auf beiden Seiten die Türen öffnen. Das geht jetzt hier gar nicht. Wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen entscheiden letztendlich. Geht es auch noch auf der rechten Seite. Die haben dann hier noch so ein paar Tasten da drüber und dann können beide freigegeben werden gleichzeitig, weil die Leute hier nämlich nach links und nach rechts sozusagen aus- und zusteigen, damit, ich schätze mal, das dient dazu, dass man den ganzen Fahrgastwechsel beschleunigt
Und hier wäre dann auch noch so eine andere, ein anderes Signal, was dann diese ZP-Signale darstellt. Also zum Beispiel Türen schließen. Und wir haben Verspätung. Wir müssen jetzt hier mal uns ein bisschen ranhalten. Und dann Abfahrauftrag gibt. Das haben wir jetzt hier alles nicht. Aber ja, wir machen das Beste draus. So, jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen ranhalten. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen, wahrscheinlich mit meiner Aktion da draußen, Hackerbrücke. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir jetzt hier die ganzen Aufträge kriegen würden. Aber ich finde, der Szenario-Ersteller, Fifth Spirit hat das sehr gut nachgestellt hier, wie das alles funktioniert, auch mit dem engen Takt. Die S-Bahn folgen hier wirklich sehr eng aufeinander. Also ich finde, das kommt schon auf, das Feeling hier. So, jetzt sind wir fast wieder pünktlich. Das haben wir jetzt ja eigentlich ganz gut geschafft hier. Ja, also, ich sag mal so, es sieht jetzt etwas karg aus hier. Ich glaube aber auch, dass das hier keine äußerst hohe Priorität hatte für DTG. Aber ich finde es eigentlich eine coole Sache, sich das mal anzuschauen, auch mal die S-Bahn hier durchzufahren, weil man auch mit der LZB, die ja hier ganz gut funktioniert eigentlich, das schon eigentlich sehr gut nachstellen kann. So, hier halten wir mal am besten vor dem Signal, ja? Wir können jetzt hier auch gar nicht raussteigen und das anschauen, weil dann kommen wir nämlich direkt wieder an die Oberfläche hier. Ich zeige euch das mal. Zack. Oh, wo sind wir denn hier? Ist das München? Ja, deswegen. Also das funktioniert hier nicht ganz so gut. Deswegen können wir leider uns auch nicht an uns mal vorbeifahren lassen oder so den Zug. Oh, wir haben schon wieder hier ein bisschen... Es muss weitergehen.
Rosenheimer Platz ist auch schon wieder die letzte Station für uns, bevor wir wieder an die Oberfläche kommen. Die seht ihr auch hier im Profil schon. Der steigt jetzt auch wieder an. Aber ich muss ja mal sagen, also die 423 von RWA, das ist einfach eine klasse Sache. Wenn man auch von früher kennt, noch von DTG, das kann man ja hier gar nicht vergleichen. Also sowohl vom Sound, da ist jetzt auch noch ein Sound-Update, glaube ich, von Linus mit dabei. Was das Ganze hier perfekt macht, aber auch so vom Fahrgefühl her und so weiter, das ist auch nicht so ein Hin- und Her-Ruckeln. Ich meine, ich kann es nicht zu 100% bewerten, weil ich die 423 in echt noch nicht gefahren bin. Aber es wirkt auf alle Fälle irgendwie realistisch. Warte mal ganz kurz, wann sollen wir hier abfahren? Ich will nur mal, dass wir jetzt nicht zu früh abfahren hier. 46, okay. So, da blinkt das LCB-Ende. Das bestätigen wir mit PZB frei. Und zack, sind wir wieder raus aus der LZB. Bitte rechts aussteigen. Please exit the train on the right. Aber wenn man sich anschaut für einen Langzug, also da muss man schon wirklich echt immer bis ganz nach vorne fast durchfahren. Das war jetzt nur einige Stationen in der Stammstrecke, wo das nicht so wichtig war. Aber hier auch, wenn man sich jetzt mal anschaut, hier stehen wir jetzt auch wirklich gerade so drin. Und hier stehe ich auch gerade so. Also darf man auch wirklich nicht zu kurz fahren. So, was steht denn hier rechts neben uns? Ah, okay. Wir sind aber wirklich viel zu spät. Wir müssen uns jetzt echt mal ein bisschen ranhalten hier. Wir haben jetzt gerade eine gute Minute Verspätung, so wie ich das sehe. Wir sollten jetzt eigentlich schon Leuchtenbergring sein. Eieiei. Müssen wir uns jetzt hier mal ein bisschen ranhalten. Ja, vielleicht nicht so ranhalten, dass wir hier gefühlt schon... Okay, 70 sind hier ein Schild. Ich habe hier nämlich immer ein bisschen erzählt und wenn man dann pennt man, fängt man an zu schlafen. Thank you.
müssen wir hier anhalten. Ja, anscheinend. Naja, das hat ja noch gerade so geklappt. So, jetzt sind wir fast wieder pünktlich. So, Türen machen wir wieder zu. Sind zu, können wir losfahren. So, wurde das ja auch schon beschrieben in der Beschreibung, dass wir das dann so machen müssen. Das läuft dann zwar weiter und wir kriegen wahrscheinlich genau hier keinen Haken, aber anders schaffen wir den Fahrplan halt nicht. Durch die Aktion sind wir jetzt wieder relativ pünktlich. So, und jetzt kommen wir schon in Richtung München-Ost-Rangierbahnhof. Nächster Halt, Berg am Main. Umstieg zur S2 Richtung Erding. Bitte links aussteigen. Hier links sehen wir schon den ganzen Rangierbahnhof. So, und jetzt sieht das doch schon wieder richtig gut aus hier. Jetzt sind wir wieder pünktlich. Also besser geht's doch eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Genau, hier noch die alten Formsignale. Ich glaube, die stehen sogar noch bis heute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen raus, so langsam aus München. Jetzt sind wir hier Berg am Laim, eben Leuchtenbergring. Jetzt warten wir hier nochmal kurz ab, bis 53 ist. Dann können wir auch wieder abfahren. Dann kommt noch eine andere S-Bahn rein. So, das R, wir fahren hier nach rechts sozusagen. Steht dafür sicherlich nicht, aber geradeaus wird es dann hier wahrscheinlich, glaube ich, Richtung Riem weitergehen. Und ich glaube letztendlich auch Richtung Flughafen, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir uns auch wenigstens mal den Zug an uns vorbeifahren lassen. Das ging ja jetzt eben gar nicht. Das wird jetzt eine etwas engere Geschichte hier. Ich habe jetzt etwas spät gebremst, aber mit diesen 100% kann man das sehr gut wieder einfangen. Und jetzt sind wir ja schon wieder ganz entspannt dabei. Jetzt muss ich eigentlich schon wieder nachlassen hier. Langzug. Oh, das haben wir jetzt gerade verpasst. Eieiei. Das ist ja wirklich jetzt blöd gewesen.
Man ist so drauf getriggert, dass man immer bis zum Ende des Bahnsteigs fahren muss, aber auf einmal sehe ich. Eieiei. Na gut, so viel haben wir es jetzt nicht verpasst, aber ärgerlich ist es trotzdem. Wenn man mit einer langen Zugtraktion oder mit Dreifachtraktion da rausfährt, als man schon fast bei 80 km/h der Zug überhaupt den Bahnhof verlassen hat. So, und jetzt merkt man ja auch immer mehr, dass wir jetzt wieder rauskommen aus München. Der Verkehr hat abgenommen. LZB sind wir auch nicht mehr drin. Das ist jetzt hier im Grunde die Hauptausfahrtstrasse Richtung Österreich. Also Richtung Rosenheim. Und dann zeigt sich das ja ab da Richtung Kufstein. Oder ja, grundsätzlich Richtung Salzburg. Wenn man auch mal hier unseren Verbrauch so anschaut, eigentlich ganz gut, 125 Kilowattstunden wieder zurück, 341 verbraucht, ist eigentlich gar nicht schlecht. Guck mal, jetzt sind wir sogar zu früh gewesen, das gibt's ja gar nicht. Irgendwann hat man dann so ein bisschen den Dreh raus, aber ich finde, man muss sich immer echt gewöhnen, daran hier mit diesen S-Bahnen zu fahren, weil irgendwie haben sie ja eine Beschleunigung wie sonst was, aber sie, also Bremsen ist so lala. So, das sieht gut aus. Machen wir das doch mal hier. Hier hinten stehen wir aber auch echt gerade drin. Das ist jetzt hier der letzte Zugteil. Das ist sehr cool, selbst hier ist das so. Schon cool hier zu sitzen, so. Mensch, sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus. So. Oh, 423 gibt's auch noch. Die wurden ja ursprünglich sogar mal ausgemustert, weil sie keine LZB hatten und so nicht dann durch die Stammstrecke fahren konnten. Und dann wurden sie ja wieder eingemustert und wurden dann sogar nochmal mit LZB ausgerüstet. Inzwischen fahren sie ja, glaube ich, ganz normal durch die Stammstrecke.
Das ist schon verrückt. Ja, man merkt ja jetzt hier auch, es wird jetzt hier ein bisschen vorstädtischer. Es ist nicht mehr so, dass uns hier alle paar Sekunden ein gefühlten Zug entgegenkommt, wie eben in der Stammstrecke. Da muss man ja echt ein bisschen konzentriert sein. Bei den ganzen Geschwindigkeitswechseln und so weiter. So, dann schauen wir mal nach hinten, das sieht gut aus. Alle sind eingestiegen. Weiter geht die Fahrt. Und wenn man sieht, ja, weit ist es eigentlich gar nicht mehr. Bis Grafing, fast 17 Kilometer. Ich habe mich ja sehr gefreut über die sehr positive Resonanz von dem letzten Video von der U-Bahn Hamburg. Also so ein Video gab es lange nicht mehr auf meinem Kanal, dass sich so viele Leute angeschaut haben. Hat mich echt gefreut und anscheinend hat es euch auch gefallen. Deswegen vielen Dank auf alle Fälle nochmal dafür. Wahrscheinlich wird das jetzt bei den nächsten Videos nicht mehr so sein. Ich weiß auch nicht, wie das bei dem Video jetzt kam, ehrlich gesagt. Diese Aufrufzahlen sind ja doch eher jetzt die Seltenheit geworden. Wir müssen mal bremsen. So, so können wir immer anhalten jetzt. Das hat ja jetzt mal sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Aber man muss wirklich auf der Hut sein hier. Man kommt so schnell wieder aus dem Fahrplan raus. So, Türen zu, auf geht's. Ja, also es war wirklich beeindruckend, die Aufrufe von dem Video. Vielleicht ja, ist es einfach ein Thema, was viele interessiert hat, weil die Strecke ja auch jetzt noch gar nicht so ewig rausgekommen ist. Daran merkt man auch wieder eigentlich, dass die ganzen anderen S-Bahnlinien natürlich eigentlich auch nicht so häufig fahren. Es verdichtet sich halt so sehr in der Stammstrecke, dass man halt das Gefühl bekommt, als ob hier alle 5 Minuten normalerweise ein Zug fährt oder sowas.
dass das normal, also ja, ist gar nicht der Fall ist, das merkt man dann, wenn man ein bisschen rauskommt wieder, finde ich. Oh, wir stehen da hinten noch gar nicht drin. Ah, ich hatte mich nämlich gerade an dem anderen Zug orientiert, aber dann ist mir aufgefallen, das ist ja gar kein Langzug. Das war nämlich nur ein Vollzug, was der dort hatte. Glaube ich nämlich. Ja, genau. Den Zug, den haben wir eben überholt in München Ost. Fällt mir gerade auf, so. Der stand da noch. Auch mal gefragt, warum wir hier eigentlich nur 120 fahren dürfen. Ich glaube, die S-Bahn schafft 140, genau. Interessant. Aber hier geht es ja eigentlich geradeaus. Liegt wahrscheinlich irgendwie an der Strecke oder so, könnte ich mir vorstellen. Der nächste Zug mit einer Taurus. So, hier Einfahrt. Na, das könnte jetzt etwas knapp werden. Ja. es ist doch noch passiert. Ich sag mal so, da müssen die Fahrgäste von den ersten Wagen ein bisschen nach hinten laufen. Oh Mann, das ist schon ein bisschen ärgerlich jetzt hier. Aber gut. So, gucken wir mal. Ja, fahren wir wieder weiter. Da war ich etwas zu optimistisch. Das hätte man nicht machen sollen. Jetzt sind wir da jetzt ein bisschen rübergerutscht. Ja gut, passiert. Kann man nichts machen. Wenigstens ist das ja hier durchgängig alles. Das heißt, die Leute müssen halt nach hinten. Aber ärgerlich ist es trotzdem, oder peinlich. Jetzt mal schaut bis Pasing. Da kommen wir noch her eigentlich.
So. Das haben wir jetzt besser hinbekommen. Aber, na gut, doch, wir sind in der Zeit. Wir sind in der Zeit. Alles super. Alles so, wie es sein muss. Guck mal, hier haben wir nur noch Häkchen. Das haben wir. Am Anfang lief es ein bisschen durchwachsener, sagen wir es mal so. Der vorletzte Halt. Da kommt nur noch Grafing. Aber so muss das doch sein. Jetzt sind wir ziemlich in der Zeit. Mit dem Halten, das klappt inzwischen auch immer besser. Also macht das doch Spaß. Ich glaube, da muss echt auch mal so eine Routine aufkommen. Ich glaube, das ist bestimmt in echt auch so bei S-Bahn-Fahrern. Bei Lokführern, die S-Bahn fahren. Das, am Anfang muss man einfach mal so den Dreh raus haben, wie man, also oder das Gefühl sozusagen, wie man so eine S-Bahn anhält. Ah, wir fahren noch ins Abstellgleis, okay, alles klar. Dass man einfach mal so ein bisschen auch ein Gefühl kriegt für den Zug, glaube ich. Und was man machen kann, was man lassen sein sollte. Ich muss jetzt auch zugeben, ich bin, glaube ich, schon relativ sportlich da jetzt immer reingefahren in die Station. Vor allen Dingen jetzt, wo wir jetzt 120 hier auch fahren dürfen. Macht man, glaube ich, normalerweise nicht so. Also. Weil mit den 60 am Bahnsteig anfangen. Mit den 60 am Anfang des Bahnsteigs gibt es ja so eine Regel ansonsten. Die habe ich jetzt ja bei weitem nicht eingehalten. Weiß nicht, wie es bei der S-Bahn ist, ob man da auch ein bisschen zügiger sonst reinfährt. Wenn es denn so wäre. Ich bin jetzt hier nicht in der Vollbremsung gewesen oder so, deswegen ist das, glaube ich, alles noch ganz in Ordnung.
jetzt hier keine Beeinflussung bekommen. Haben wir Glück gehabt. Ansonsten kriegt man nämlich öfters als keine. Kriegt man nämlich öfters eine. Normalerweise ist das auch so. Wir waren über der Prüfgeschwindigkeit. Und Halt erwarten mit 80. Sicher 210 Meter, da hätten wir wahrscheinlich anhalten sollen. Ja, hätten wir. So, machen wir mal die Türen auf. Dann können wir mal das ausschalten, das ausschalten, das ausschalten. Das ausschalten. Federspeicher anlegen. So. Und dann gehen wir mal kurz einmal nach hinten. Der Meridian fährt auch noch. Inzwischen als Akkutriebwagen. Ja, hier vorne war unsere. Das ist das Problem, wenn man nicht genau sich auskennt. Dann fährt man da rein, weiß nicht so ganz, was einen erwartet. Merkt man dann immer wieder mal. Bis wann sollen wir jetzt hier? Bis 20, okay. So, dann gehen wir hier mal wieder rein. Zack. So, und jetzt wechseln wir das hier nämlich noch durch. Zu nicht einsteigen. Perfekt. So, dann fahren wir jetzt hier mal kurz in die Abstellung noch rein, als Rangierfahrt. Das müssen wir auch noch drücken. Durchgeguckt haben wir schon. Fahrgäste sind hier keine mehr drin. Wir warten noch mal kurz. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach in die Abstellung. Und damit ist dann auch schon wieder das Szenario vorbei. Also wirklich ist die S-Bahn-Sachen, auch U-Bahn und sowas, es geht immer so schnell alles um. Man hat manchmal gar nicht so viel Zeit zu erzählen. Da ist manchmal so ein Güterzug-Szenario ein bisschen entspannter, obwohl das auch herausfordernd sein kann. So, Türen sind zu. So, dann würde ich sagen, ich habe jetzt mal gerade ein bisschen rumprobiert. Ich musste den Federspeicher lösen, lange drücken. Das war das Rätsels Lösung. Ich habe immer nur zu kurz gedrückt, deswegen fahren wir jetzt nochmal nach vorne. So, SH1 haben wir hier. Sehr gut, da musste ich jetzt gerade echt nochmal ein bisschen rumprobieren, aber klar, man muss halt einfach mal ein bisschen länger drücken, das ist ja in Realität auch so. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut, da hat sich ja alles nochmal zum Guten gewendet. So.
So, das hier sehen wir, die Gleissperre war abgelegt. So, wir fahren jetzt hier aber nicht bis ganz hinten. Wir bleiben jetzt hier schon schön so stehen, dass der nächste dann hier nicht so weit laufen muss. So, jetzt können wir hier aber alles. Perfekt. So, dann würde ich sagen, damit sind wir jetzt wirklich am Ziel des Szenarios angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video bewerten und kommentieren würdet und es euch natürlich auch Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich nochmal an allen, die an dem Szenario hier mitgewirkt haben und an dem Video. Vom Sound bis zum Triebwagen, der Strecke, dem Szenario. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.